Wie viel Frauenfeindlichkeit es in unserer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft gibt, führen uns aktuell wieder die jüngsten Frauenmorde vor Augen. Für Aufsehen sorgt heute auch eine Studie aus Deutschland, aus der hervorgeht, dass sich solche Tendenzen auch in der Kunst zeigen können. Gangster-Rap fördere Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus bei jungen Menschen, so das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Uni Bielefeld. Im Jahr 2018 haben etwa die deutschen Gangster-Rapper Kollega und Farid Bang mit antisemitischen Textzeilen einen Skandal ausgelöst. Sophie Weiland hat sich angesehen, was dahinter steckt. Provokation ist in der Rap-Szene ein gängiges Stilmittel. Doch Kollega und Farid Bang gingen mit ihrem Song 0815 zu weit. Mein Körper definiert als vom Auschwitz-Insass. Die Debatte um die Auschwitz-Textzeile sorgte vor 3 Jahren für das Ende des Echo-Musikpreises. Antisemitische Inhalte und sexistische Rollenbilder seien im Gangster-Rap bereits seit einigen Jahren zu beobachten, meint Marc Grimm von der Uni Bielefeld. Er ist der Leiter jener Studie, die einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Gangster-Rap und Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sieht. Die Musik kann natürlich bestimmte Erzählungen über Juden, bestimmte Bilder von Frauen, von Reichtum, von Erfolg und eben auch ganz stark von Männlichkeit und dem Verhältnis von Männern und Frauen stabilisieren und kann so natürlich Teil der Werthaltung von Jugendlichen werden. Gangster-Rap gilt als einflussreiche Jugendkultur im deutschsprachigen Raum. Es gelte aber, so Grimm, bereits in den Schulen mit Aufklärungsarbeit zu beginnen.